Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Die Kammer des Schreckens mit unserem allerliebsten Zauberlehrling Harry Potter. So, wir befinden uns auf dem Weg zum Kräuterunterricht. Ron weist uns den Weg. Hui. Oh, das tat wohl ein bisschen weh. Gucken wir mal. Nehmen wir auch raus. Gut, dass wir uns mal zeigen, wo wir hin sollen. Lotion. So, hallo. Dann nimmt hier alles mit. Damit wir schöne Handel betreiben können hier. Oh. So. Schade, wir müssen nachher über außen rumgehen. Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, ich bin Professor Sprout. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defindo. Harry Potter, würdest du dich bitte vor die Klasse pflanzen und als Erster den Zauber ausprobieren? Gerne, Professor Sprout. Du hast in Hermines Büchern gelesen, stimmt's? Natürlich haben wir das. Wir sind die super klugen. So, jetzt müssen wir jetzt hier gucken, ob wir es hinkriegen. Richte deinen Blick jetzt genau auf das Symbol vor dir, Harry. Mach ich. Siehst du den Zauberstab? Auch den sehe ich. Er zeichnet die Form des Symbols nach. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Machen wir. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst jede Übung exakt ausführen, um fortfahren zu können. Wir probieren es. Bist du bereit? Ja. Übung 1. Fang an. Okay. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. Juhu. 5 Punkte für Gryffindor. So soll's Übung 2. Fang an. Komm schon mal eher ein linker oder gut rechter gemacht, dazu. Harry. Du kannst nun Fein. Mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Gut gemacht. Du hast alle Übungen hervorragend abgeschlossen. Vielen Dank, vielen Dank. 15 Punkte für Gryffindor. Das... Du beherrschst nun die Findo, Harry. Die Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Nun wollen wir mit der Defindo-Herausforderung fortfahren. Ich bin gespannt. Willkommen zur Defindo-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Er befindet sich in einem Gang über dir. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf 0, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Dann machen wir auch. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Okay. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Wie bei den anderen Herausforderungen. Weinreben und andere Kletterpflanzen überwuchern manchmal Türen oder andere Öffnungen. Verwende die Findo, um sie durchzuschneiden und dir den Weg freizumachen. Machen wir. Los geht's. Zeit läuft. Oh, hier ist aber weniger Zeit als beim letzten Mal. So. Überall Schätze hier und Geheimgänge. Das ist natürlich schon. Wollen ja auch noch genug. Wie heißt das? Genug Spielkarten finden. Nicht die Sandra!
Okay, jetzt geht schon mal das auf. Kommt sie wieder rausgeklettert? Zack. Flippendo! Defendo! Rekusentra! Flippendo! 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 Defendo! Defendo! Rekusentra! Mann! Flippendo! Jetzt auch, können wir den Stern holen, das ist schon mal gut. Ich muss trotzdem mal schnell die Bertie Bits bohnen. Guck, der kann sich da rausschleimen. Das ist natürlich klar, ist auch eine Schnecke. Kann natürlich ganz easy da die Dings hochgehen. Dann kann ich trotzdem mal hinbauen hier. Mit Defindo kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Ah, okay, jetzt weiß ich auch. Jetzt haben wir einen anderen Gang nochmal gefunden. Speichert. Okay, jetzt gibt es einen Gang frei. Hohe Klumppilze sondern Giftgas ab, Harry. Geh ihnen aus dem Weg oder verwende Defindo, um die Stiele abzutrennen. Defindo! 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 Wenn du den oberen Teil eines Hohe-Klumppilzes vom Stiel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. Gerade runter. Hier kommen wir auch irgendwie runter, ne? Oder ist nur. Ah, warte, hier runter. Warte, geh nochmal hier runter. Entschleime! Entschleime! Nerviger Typ. Der ist wirklich nervig, Peeves, oder? Der hat nicht so viel gebracht, aber es gab immer ein paar Punkte. Und wir haben ein paar Bohnen gefunden. Brauchen wir richtig viele von, um auch unseren schweren Besen oder sowas zu bekommen. Defendo! Warte. Okay. Geht's schon hier oben längs? So, Klappe ist auf, wir können da weiter. Aber wir müssen noch die kleinen Böhnchen holen. Ah, nichts passiert. Hier geht's rein. Hier ist der Stern. Aha, kleiner Mechanismus. Gut. Flippendo! Flippendo! Kommt auch sehr langsam da raus. Sie können auch ein bisschen schneller rauskommen. Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Halte dich von ihnen fern oder verwende Defindo, um die Stiele abzutrennen. Flippendo! Hier geht's hoch. Dann ist nicht, dann kommt er wieder runter. Ja, okay. Okay, den brauchen wir noch nicht. Das ist die Frage, was wir jetzt machen sollen hier. Ja, springen wir da mal runter und gucken, was irgendwas einen anderen Weg freigegeben hat. Hui. Der Frosch. Ah, nee, ich bin jetzt da weiter, ne? Bin ich von da, genau.
Mit die Fliegenpuppen kannst du auch andere Dinge zerschneiden, Harry. Versuch es mal bei diesem Spinnennetz. Okay, warte. Komm, das Pendel, das schwingt auch sehr rastlos. Muss ich schaffen. Anzeigt hier, aber anscheinend gar nichts. Kann ich ja nicht reinkriechen, ne? Ne, okay. So, Spinne, gehen wir erstmal hier längs. Da drüben sehe ich den Stern, aber es muss ja hier noch einen anderen Weg geben. Kurz ins Lumos holen. Ich glaube, da ist noch was. Ich weiß noch nicht wo, aber irgendwo muss ja noch ein Geheimgang sein. Hier drin vielleicht, ja, guck mal. Da ist noch eine Karte. Perfekt. Und hier geht es sogar noch hoch. Wo geht's denn dorthin? Ah, guck mal hier. Braucht man nicht, weiß ich nicht, aber gut, dass wir runtergeschossen haben. Ist es allemal, behaupte ich mal. Huch. Da geht's raus. Gehen wir hier hinten hin. Flipendo! Okay, es gibt hier so ein paar Mechanismen. Gott sagen, das Ding war so schwer, da hätte man auf jeden Fall eine Karte bekommen müssen. Also es ist schwer, aber ein bisschen mehr mit Aufwand betrieben, sage ich mal, um diese Karte zu bekommen. Da müsste das schon so ein bisschen was anderes, besseres geben. Oh. Blödes Viech. Da kann man irgendwas fallen lassen. Das müssen wir gleich machen. Warte mal. Ah, warte. Den Frosch wollen wir. Die haben so schnell wegrennen, die Frösche, ne? Das hilft auch so ein bisschen. Oh, es kracht da irgendwas runter. Gut. Müssen wir wahrscheinlich auch runter, ne? Machen wir nochmal. Oh, das wird hart wehtun. Aber egal. Oh, gut, dass wir weggehen. Flipendo! So, so blöd. Flipendo! So, dann zieht euch mal. Hoch, ne? Kann das sein? Anscheinend. Das ist eine Venemosa Tentacula. Pass auf, dass sie dir nicht zu nahe kommt, denn dann beißt sie sofort zu. Mit Defindo kannst du sie betäuben oder ihre Fangarme abhacken. Probieren wir mal.
Frosch brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann haben wir trotzdem einen. Danke. Defendo! Defendo! Vorbeigehen. Ruhig in Ruhe. Komm noch mit. Ich höre irgendwelche Geräusche. Irgendwas läuft da rum. Gehen, gucken, was hier oben ist. Zumindest schon mal ein Stern. Kann ich jetzt mal rüber gehen? Bowtruckles sind Baumgeister, die mega Powerbäume bewachen. Wende die Findo auf sie an, damit sie verschwindet. Okay, machen wir gleich. Lass mich hier rüber. Schon mal die Tür auf, so müssen wir da drüben, ist wahrscheinlich noch eine Falle. Defendo! Ganz schön schnell, das Vieh. Requisembra! Defendo! 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 So, geht auch schon auf. Sehr gut. Schnell rein hier. Okay, wir wurden ein bisschen erwischt, aber soll unser Schaden nicht so sein? Wechseln? Was ist das denn für ein Kasten? Ich kann gar nichts machen, aber das müssen wir machen. Entflamme! Die Frage, wofür der Lumos braucht, na gut. Mal runtergehen. Gehen wir da irgendwas mit Lumos? Kurz holen. Ich glaube, hier müsste es irgendwo ja noch was geben. Ich weiß noch nicht was, aber... Aber irgendwo muss es ja was geben, wofür wir das benutzen können. Vielleicht sogar draußen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt anders irgendwie. Kann ich auf jeden Fall nicht hoch. Okay, müssen wir schon mal weiterlaufen. Tatsächlich finde ich es nicht. Wahrscheinlich hier drin irgendwie. Aber naja, egal. Okay, geschafft. Das ist echt ein flotteres Gameplay als beim ersten Teil, muss ich ehrlich zugeben. Also es ist wirklich sehr, sehr viel schneller. Also, wenn man es sagen kann. Defendo! 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 Na? Viele versteckte Truhen hier, ne? Oder? Viele Bilder.
Okay. Hier ist eine Schnecke. Na? Schieben wir die Schleimschnecke mal darüber. Sehr gut. Auf ist die Kaste. Auf ist das Kästchen, wollte ich gerade sagen. So. Hier passiert da irgendwas. Ein viel zu langer Gang, um nichts passiert. Zweites Mal. Ach, zwei müssen rein, okay. Gut. Und hinein. Geht sogar hier hinten auf? War da hinten irgendwas? Da ist ein Riss. Gehen wir mal hin. Guck das an. Kommt die letzte rein. Da kommt die letzte rein. Okay. Gut. Schon einiges hier, ne? Was wir hier gefunden haben. Ist auch ganz schön lang, ne? Die Prüfung, finde ich. Flipendo! Flipendo! Nee, trotzdem wird die Frösche, auch wenn wir sie nicht brauchen. Da ist der Große. Immer ganz gut, nicht direkt darauf zuzurennen, weil beim letzten Mal ist mir auch schon aufgefallen, dass ich da was übersehen hatte. Ja, aber... Und jetzt haben wir ihn. Gut gemacht, Harry. Du hast die Defindo-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Ist doch gut, oder? Mal sehen, wie viel wir uns gleich nehmen können beim... Oh, Alter, 3 Sterne verpasst. Krass. Das war viele Sterne. Oh, diese Harry, Karte. Hermine hat mir gesagt, dass du die klein geschnittene Baumschlanghaut im Gewächshaus findest. Mir nach, Harry. Ach ja, wir brauchen noch die zweite Zutat. So, wir machen kurz die Kiste auf hier. Ich komme kurz. Also wir müssen ja auf jeden Fall noch hierfür was finden, den Zauber, dass wir springen können oder irgendwas, ne? So, wir laufen Harry hinterher, damit wir die zweite Zutat bekommen für den Vielsafttrank. Den brauchen wir ja, um uns in Crab und Goyle zu verwandeln und um so... Das ist das Gewächshaus. Es ist immer so warm hier drin. Ich komme sofort zu euch, gehe mal drum. Um so, sozusagen den Slytherin auf die Schliche zu kommen. Zumal wir glauben ja, dass die was damit zu tun haben. Wissen wir aber natürlich nicht. Wir sind natürlich ahnungslos. So. Ich muss mal ein paar Tränke brauchen. Das machen wir jetzt einfach mal. Krass. Kann ich noch mehr machen? Gut. Aber irgendwie gehen unsere Sachen gar nicht weg da rechts, oder? Nicht verkehrt. Das ist das Gewächshaus, aber...
Wo ist Ron? Da ist doch irgendwas hier. Oder müssen wir hinten durch? Wahrscheinlich Akku das Ron. Dann fliegst du halt da so rein, mit meiner Hand. Oh. Ron, da bist du durch. Zum Gewächshaus geht es durch diese Tür, Harry. Ich passe dann auf, dass Professor Sprout nicht kommt. Viel Glück. Dankeschön. Okay, das kann ein bisschen dauern vielleicht. Mal gucken. Okay. Die Hände! Die Hände! Ich kann auch noch laufen. Die Hände! Die Hände! Die Hände! Ich lauf mal kurz ein bisschen schneller hier. Die Hände! Oh. Wir müssen doch gar nichts machen, oder? So, sind wir hier oben. Man könnte natürlich jetzt da runterspringen und die Sachen holen. Aber müssen wir das machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können erstmal hier längs gehen. Gucken, wo wir landen. Okay, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das passiert. Denn das sah schon zu rechteckig aus. Und natürlich wieder unten runter und da hinten wieder rein, ne? Haha, guck mal. So ein geiler Sprung eigentlich, ne? Eigentlich ein unnatürlich cooler Sprung gewesen. Den man niemals hätte schaffen können. Aber ich hab's geschafft. Rekusentra! Du Affe. So. Da drüben kann man speichern. Wir gehen jetzt hier rein und dann gehen wir bestimmt gleich da drüben raus. Mal gucken. Nee, doch nicht. Andere Richtung. Okay, jetzt kommen wir dahin. Und wir können auch direkt wieder rausgehen und die Brücke benutzen. Sehr gut für Harry. Ui! So, ein Speicherpunkt ist auch gefunden. Perfekt. Dich nehmen wir mit, du blöder Frosch. Alter. Der mal abhauen, ne? So, da können wir gar nicht durch. Okay. Wir müssen außen rum gehen. So, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Genau wie Ron. Dies ist eine besonders gemeine Spinnenart. Beißen sie dich, sondern sie ein gefährliches Gift ab. Halte dich also besser von ihnen fern. Und wende Rictus Sempra auf sie an, um sie zu betäuben. Rictus Sempra! Defendo! Rictus Sempra! Defendo! Okay. Da ist wieder so ein Baumnotentyp. Okay, bleibt der Schalter oder muss da irgendwas rein? Das ist die Frage, ne? Da ist das Kraut, was wir brauchen. Okay, es bleibt so. Dann gehen wir erstmal da rein. Wir haben's. Jetzt müssen wir nur noch wieder rauskommen. Und das wird wahrscheinlich die Herausforderung sein, hier wieder rauszukommen.
Nein. Easy peasy. Hallo, Hermine. Ich habe ein Bündel kleingeschnittene Baumschlangenhaut für den Vielsafttrank gefunden. Prima, Harry. Ich werde sie sofort in den Trank geben. Die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt bald an. Du weißt doch noch, wo sie stattfindet, oder? Klar. Ich lauf sie einfach her. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die ist. Doch, ich glaube, hier oben links, links und dann rechts. Nur links, links und dann rechts, ja. Langsam kenne ich mich aus in Hogwarts. Da habe ich derselbe Schüler wäre. Hallo, und, alle zusammen. Oh, wir haben Gott sei Dank mehr Punkte, aber es kommt nicht daran. Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkteauswertung. Mal sehen, welches Haus... Ich spule das mal vor, denn wir wissen genau, was er sagt. Wir haben das Gleiche. Doch wir sehen ja, die sind sehr dicht dran jetzt. Ne? Kann das sein, dass die Zeit immer schneller abläuft hier? Ja, anscheinend schon. In der zweiten Dezemberwoche notierte Professor McGonagall die Namen derjenigen, die über Weihnachten in Hogwarts bleiben wollten. Harry, Ron und Hermine atmeten auf, als sie hörten, dass Malfoy in Hogwarts bleiben würde, was sie zudem sehr verdächtig fanden. Die Weihnachtsferien waren perfekt dazu geeignet, den Vielsafttrank einzusetzen und ein Bekenntnis aus Draco herauszukitzeln. Ich sollte schnell zur Toilette der maulenden Myrte laufen, um nachzusehen, wie es mit dem Vielsafttrank aussieht. Ich hoffe, Hermine braucht nicht noch mehr Zutaten. Nee, eigentlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wo diese blöde Toilette ist. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden sie schon finden. Guck mal. Wenn schon hier sind, probieren wir es auch alles aus. Eigentlich, dass man so viele Geheimnisse dann doch hier entdeckt. Da geht's hoch zu unserem Raum. Da ist das andere Trainingsgelände. So weit kann es doch eigentlich gar nicht sein. Wir wollen mal speichern, das machen wir kurz. Aber irgendwie weiß ich noch nicht, wo dieses blöde Toilettending ist. Ich hoffe, ich werde das gleich mal gucken. Huch! Oh nein, nicht noch ein Angriff. Potter? Was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn so gefunden. Mir nach, Potter. Mein Gott, ihr wisst doch genau, wie das nicht war. Professor, ich schwöre, ich habe das nicht. Das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, Potter. Jetzt geht's hoch zu Dumbledore. Durch diese Tür, bitte, Potter. Na gut, ab hoch zu Dumbledore. Alle hoch! Das muss Professor Dumbledores Büro sein. Das Phönix. Der Vogel sieht krank aus. Er ist in Flammen aufgegangen. Ich war das nicht. Da ist ja der alte sprechende Hut. Ich habe mich schon immer gefragt, wo sie ihn aufbewahren. Du fragst dich, ob ich dich ins richtige Haus gesteckt habe.
Ja, bei dir war es besonders schwierig. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Oh Gott! Guten Abend, Harry. Professor, Ihr Vogel. Oh. Ich konnte nichts machen. Er hat einfach Feuer gefangen. Fox ist ein Phönix, Harry. Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist, zu sterben, und werden aus der Asche neu geboren. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Phönix-Tränen wohnt eine Heilwirkung inne. Und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Professor, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es nicht war. Ich weiß, dass du es nicht warst, Harry. Aber ich will trotzdem mit dir reden. Harry, ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Was immer es auch sein mag. Nein, es gibt nichts, Professor. Nun gut, wenn du dir sicher bist. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Professor. Da bist du ja. Du musst zur Toilette der maulenden Myrte. Hermine wartet auf dich. Okay. Warte mal. Das ist das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach, waren wir schon dran. Okay. Hab ich mir auch nie gedacht schon. Es sah so vertraut aus. Mir nach, Harry. Ja. Jump hier einfach mal runter. In einem Mädchenklo fühle ich mich irgendwie gar nicht wohl. Ich wünschte, die Leute würden mich endlich in Frieden lassen. Ich habe auch Gefühle, müsst ihr wissen, obwohl ich tot bin. Sie ist sehr empfindlich, stimmt's? Was stinkt hier so ekelhaft, Hermine? Das wird der Vielsafttrank. Jetzt brauchen wir nur noch eine Zutat, um den Trank fertigzustellen. Wir brauchen noch ein Stückchen von Goll, um den Trank fertigzustellen. Das ist ja ekelhaft. Aber wie finde ich Goll? Um diese Zeit stopft er sich normalerweise in den Kerkern den Bauch voll. Du brauchst nur den herumliegenden Essensresten zu folgen, um dir ein Stückchen von Gold zu besorgen. Bring es mir dann hierher. Viel Glück, Harry. Danke, Ron. Okay. Okay. Da ist auch Goyle schon. Da ist Goyle. Ich folge ihm. Wo ist er hin? Oh Gott. Ich kann kurz mal hier hochlaufen. Ist da irgendwas da oben? Oder soll ich nicht hin? Man kann aber da so ranspringen, ne? Okay, kann ich jetzt nicht, aber man könnte es. Okay. Ist Gold da unten runtergelaufen? Die Essensreste. Defendo! Na, was passiert jetzt? Aha, okay, jetzt kommen wir da überall hoch. Okay. Sehr unwichtig für uns eigentlich. Denn eigentlich wollen wir ja nur Doyle finden, aber egal, machen wir das mal. Achso, ich muss von hier rüber springen wahrscheinlich, ne? Kann ich ranschieben. Flipendo! Das hört sich an so ein Porno-Dreht, wie er da rumstöhnt.
Ein bisschen Quatsch ist, ne? Egal. Gucken wir erstmal, wo Goyle ist. Wo ist er denn hin, fragt man sich, ne? Die Hände! Okay. Die Hände! Aber die ganze Welt hier längst gejumpt ist, oder? Glaubt doch kein Mensch. Naja, irgendwo wird er schon zu finden sein, aber das ist jetzt ein bisschen albern, dass ich jetzt hier den ganzen Weg jumpen muss. Die andere Seite von der anderen Seite kommen? Flipendo! Kann dies sein, aber jetzt komme ich gar nicht mehr darüber. Mist. Ich glaube, ich brauche das Ding noch. Flipendo! Doch, es müsste in diese Richtung gehen eigentlich. Flipendo! Aber er fällt nicht runter, der Stein. Der muss bestimmt garantiert da runterfallen, oder nicht? Das hat sonst gar keinen Sinn. Ne, bringt nichts. Okay, dann müssen wir nochmal runter hier. Aber. Nichts, da komme ich ja nicht hin. Ach so, da komme ich so hin. Okay, warte mal. Warte mal, das können wir mal machen. Ich komme ja nicht rauf, das ist das Problem. Oder ich muss ganz schnell, aber das kann ich auch noch probieren. Wollen Sie nochmal? Okay. Ist wohl ein Geheimnis, das ich jetzt nicht mehr entdecken kann. Komm her, du, ich schmeiß mir da rein. Aber dann scheint ein richtig langer Weg zu Goyle, ne? Also. Ich muss ganz kurz in die Ecke laufen. Hätte ich jetzt gedacht, aber naja. Anscheinend nicht. Defendo! Keine Ahnung, welchen Weg ich soll. Okay. Wird immer komplizierter hier. Ich weiß nicht mal mehr den richtigen Weg zu diesem blöden Goyle zu geben. Defendo!
Ist ja die Frage, wo wir hin sollen. Da unten noch ein Fenster, wo wir rein können. Können wir da mal reinjumpen? Wahrscheinlich, ne? Ich sehe auch keine Essensreste mehr hier, oder? Habt ihr Essensreste noch gesehen? Ich habe nichts mehr gesehen. Essensreste im Fernsten in die Nähe. Hier waren wir doch schon, ne? Ne, war nicht. Okay. Richtig viele. Oh, Alter. So irgendwie. Okay. Stark diese Spinnenweben das ankommen. Direkt unter mir. Okay, die haben wir schon gesehen. Jetzt haben wir da... Entweder blau, blau, blau oder rot, rot, rot. Flipendo! Flipendo! Jetzt ist es da oben auf. Lass uns da nochmal hochgehen. Gehen wir hier mal rein. Okay, blau, blau, blau. Haben wir jetzt probiert. Quatsch, rot, rot, rot. Haben wir jetzt probiert. Jetzt versuchen wir blau, 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 oder? Guck mal. Mann, Mann, Mann. Wie viele Geheimnisse hier gibt, oder? Papieres. Frösche. In Schleime. In Schleime. In Schleime. In Schleime. So, gespeichert ist auch. Jetzt mal gucken, was es jetzt noch gibt hier. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gold hier längst gegangen ist. Weil ich bin komplett auf dem falschen Weg. Okay, komm ich da noch rein? Achso, hier längst. Da ist eine Truhe, die sollten wir noch mitnehmen, die Truhe. Oder? Alle Truhen mitnehmen, die uns schon mal. Schon wieder eine lange Folge, ne? Es tut mir auch echt leid. Wenn man so gerade drin ist, dann macht man gar nicht aufhören. Ist es da runter? Anscheinend. Defendo! Okay, komm hier einfach so hoch.
Okay. Das kann uns egal sein. Ich glaube, wir müssen hier hoch. So kommen wir zumindest über die Mauer rüber. Was wir hier drüben machen sollen, ist mir halt immer noch schleierhaft. Aber hier können wir das Seil durchtrennen. Okay, hier gibt es noch irgendwas, was man trennen kann wahrscheinlich. Ein Seil. Warum? Coole Truhe. So, noch ein. Jetzt muss noch irgendwie mal. Die Frage, ob da hinten auch was gibt, ne? Ah, ist immer so blöde, aber sieht ja danach aus. Mit Lumos muss ich da drüben kommen. Okay. Bertie Botts Bohnen. Ich muss vorsichtig sein, damit Goyle nicht aufwacht. Natürlich, hätte ich irgendwo in so einen alten... Schläft wie ein kleines, hässliches Baby. Ja, langsam kann ich ja hier nicht großartig gehen. Das war sehr vorsichtig von mir. Ich muss das Stückchen von Goyle zurück zu Hermine ins Mädchenklo der maulenden Myrte bringen. Na gut. Ich war wahrscheinlich schon bei der maulenden Myrte, ne? Ja. Natürlich war ich da schon. Ja, war es nicht direkt da unten? Ich glaube schon. Gehen wir mal runter. Hier war das. Gut, bringen wir das schnell hin. Kriegen wir den Trank und schließen das Kapitel erstmal ab. Zumindest für heute. Da. Ich habe das Stückchen von Goyle. Gut gemacht, Mädchen. Warum denn Mädchen? Gut gemacht, Mädchen. Dann mal runter damit. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Danke. Harry! Das ist ekelhaft. Hat auch gleich schon das richtige Kostüm und das ist eigentlich ziemlich geil. Ist ja nur ein Vielsafttrank, der den Menschen verändert, aber nein! Geht auch gleich auf die Kostüme. Harry? Ja, mir geht's gut. Geh hinab in die Kerker und versuche in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Okay. Viel Glück, Harry. So. Das Ganze machen wir aber beim nächsten Mal. Für heute würde ich sagen, reicht das. Ich danke euch, wenn ihr zugeschaut habt. Und falls nicht, werdet ihr jetzt ja eh nicht hören. Also, bis dann und moin moin.